Mim zieh ich welche unterwegs. Eine Geschichte von Amalie Grimm, Sprecher Hans Slama. Die Käthe sagt zum Kalle, holz dich welche raus. Ich muss heute auf Mudi ins Lagerhaus. Ich hab vor mei Seeli kein Seefutter mehr. Drum brauch ich ebs Schrot und auch noch ebs Spray. Du weißt, wir wollen die Seele bald schlachten. Da messen wir die paar Mark halt auch noch vor Krafte. Ich darf dem Seele noch ganz schön zusetzen. Sonst, wenn der Metzger beim Schlachten das Messer tut wetze und sagt, die Brote, die werden des mal kleh, das ist für uns a kein Renommee. Sie hält noch ihr Täschle, mein Herze noch Sache. Wenn man kein Auto hat, muss man in Gottes Name laufen. Unterwegs, da tut sie manches überlegen. Da kommt der Graz Polizeiauto entgegen. Sie denkt, ich hab jo kein Gewisse, kein Schlechts. Ich fahr jo noch Vorschrift an der Seite ganz rechts. Doch beim Vorbeifahren denkt sie, der guckt beist da raus, der is heut sicher wieder auf Strafzettel aus. Dann hat er schon gedreht unterdessen. Ha, denkt sie, der hat bestimmt ebs vergessen. Auf einmal hält er bei ihr an der Seite und sagt, sie solle mal halte bleiben. Er sagt zu ihr, sie müsst's doch wissen. Er tät an ihrem Wächele der Rückstrahler vermisse. Der Rückstrahler, sagt sie, ha, jetzt bin ich platt. Den Rückstrahler hab ich vorhin noch gehabt. Den muss ich grad verloren erst hebben. Die schlechte Straße, das Geschlag, das Gschepper. Herr Schutzmann, ich kann bestimmt nichts dazu. Drum sind sie so gut und geben sie Ruhe. Was, sagt er jetzt zornig, ich lass mich nicht vorbe. Wo ist dann das Loch vor der Rückstrahler oben? Die Kattel, die guckten jetzt unverfroren. Dann habe ich das Loch bestimmt auch noch verloren.